Hat aber gedauert. Okay. Das. Nein, okay. Da, ja. Und hier auch. Es lädt zumindest. Dann drücken wir da noch was rein. Das wird angezeigt. Jetzt dauert es eine halbe Stunde. Aha, oh. Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Das ist jetzt nicht so toll. Null Zuschauer. Hätte ich jetzt nicht. Vielleicht fixt er sich ja von selbst. Nö. Machen wir das mal anders. Kann ich nicht. Ich will doch einfach nur auf meinen eigenen Kanal drauf. Kann ich das nicht einfach tun? Da. Guck mal hier rein. Da geht's. Okay. Oder? Er lädt. Er lädt immer noch. Nö, er scheint wohl irgendwie echt Probleme damit zu haben, hier gerade auf Twitch. Warum nur, warum nur? Ich habe doch nichts getan. Na gut. Werde ich das Ganze noch mal kurz neu starten? Ich rede mal. Ich rede mal. Okay, sehr gut. Alles klar. Dann hat das ja jetzt wunderbar funktioniert. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass er mich jetzt auch auf YouTube nicht rausgeschmissen hat. Das sieht aber auch gut aus. Da bin ich zumindest gerade online. Warte mal, hier können wir mal. Warum bin ich denn in 720p? Was soll denn der Kack? Pause mit K. Wer macht denn sowas? Aber da oben blinkt das Ding, deswegen gehe ich mal davon aus. Da, ja, da war ich gerade. Okay, es geht. So, jetzt muss ich mir nur noch diese Statistiken hier wieder reinholen. Ja, es dauert immer ein bisschen am Anfang. Es ist ganz normal so. Da habe ich leider keine anderen Möglichkeiten, als das erstmal so ein bisschen durchzuchecken. Ich könnte natürlich auch einfach so ein Testbild Da habe reinpacken, ich aber leider keine okay, anderen da bin ich. Möglichkeiten als. Sehr gut. So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream, 7 Days to Die. Ich kann mich nicht mehr an das letzte Mal erinnern. Ich habe, glaube ich, irgendwas gemacht und wir hatten ja, glaube ich, hier das Level erreicht. 120 genau. Und da habe ich ja dann hier aufgehört und wollte dann entsprechend den Gyrokopter bauen. Das habe ich dann jetzt auch soweit gemacht. Ich bin jetzt hier mit allen Teilen soweit, das Ding fertig bauen zu können. Darum haue ich das hier direkt mal rein. Ich weiß gar nicht, das Chassis hier, also das Gehäuse, das hat irgendwie 10 Minuten gedauert. Das steht ja hier genau, 10 Minuten 30 hat das gedauert. Das habe ich natürlich dann jetzt mal außerhalb des Streams laufen lassen und habe das dann nicht mit reingenommen. Weil ich hier ansonsten nur blöd irgendwie großartig rumgewuselt wäre. Daneben habe ich noch ein bisschen hier unten im Untergrund weitergemacht. Da bin ich auf eine Kohleader gestoßen, wie man gerade nur unschwer erkennen konnte. Also ich habe ja hier mein Blei, hier drüben mein Eisen und etwas weiter hier hinten. Hier kam dann auch noch Kohle dazu. Die sieht man jetzt nicht, weil die größtenteils schon abgetragen ist. Hier vorne sieht man ein bisschen Kohle. Da kann ich einmal draufhauen. Und ich hatte zwischendrin, das war irgendwo hier. Hier ist, glaube ich, nämlich auch nochmal Nitrat gewesen. Ja, hier. Da ist dann Nitrat. Das heißt also, ich habe jetzt tatsächlich alles, was ich brauche, in meiner Basis hier in der Umgebung, nur noch keine Horde-Basis quasi in dem Sinne.
Die werde ich mir noch bauen müssen, aber dazu brauche ich sowieso noch eine gigantische Menge an Beton, die ich jetzt gerade nicht bei der Hand habe. Aber zumindest haben wir jetzt hier schon mal das Zeug. Warte mal, hier können wir gleich nochmal... Wir haben jetzt hier noch 8 Minuten drin. Ja, das ist okay. Das nochmal fertig machen. Dann muss ich nochmal kurz schauen. Hier müsste ich echt mal nochmal irgendwie ein bisschen Ordnung schaffen. Ich habe jetzt hier so viel Schrot und so viel Papier. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Kann ich denn wenigstens irgendwie hier Bücher draus machen? Geht nicht. Okay. Dann hat sich das ja schon erledigt. Gut, dann war ich zwischendurch auch nochmal bei den Händlern. Habe mir hier so ein bisschen was gekauft. Da haben wir hier nochmal so ein Burning Shaft Mod. Dann habe ich mir hier so ein Trigger-Dingens gekauft. Dann habe ich mir hier nochmal so ein Magazin gekauft. Das Magazin könnten wir hier noch mit reinklatschen. Fällt mir gerade mal so auf. Dann will ich mal gucken, ob das damit nochmal reingeht. Ansonsten müssten wir hier auf die AK nochmal schauen. Ach, warte mal, die wollte ich ja noch gar nicht benutzen. Ich habe ja noch die 9mm. Denn hier müssen wir auch nochmal irgendwie so ein paar Sachen mit reinbauen, damit die besser funktioniert. Aber hier werde ich jetzt kurz mal... Ach, ach so, da ist ja noch der Full Auto drin, ne? Ja, gut. Ja, Full Auto. Kann ich das hier auch reinbauen? Nein, schade. Aber hier können wir den Stock hier schon mal reinmachen, damit wir hier eine bessere Präzision haben. Und jetzt will ich mal aber trotzdem schauen, kann das Ding jetzt Feuerstöße? Wie stelle ich mir das vor, wenn das Teil hier mit Feuerstößen ballert? Ah. Ist gar nicht mal so verkehrt. Das lasse ich mal drin. Das können wir nochmal dann zum Spielen benutzen. Da haben wir jetzt sowieso nichts Besseres. Insofern ist es egal. Ja, das Full-Auto-Ding, das ist quasi für umsonst. Eine Pistole benutze ich ja insofern nicht mehr. Also kann ich mir das auch sparen. Wenn ich jetzt das Magazin noch mit in die Sniper mit reinsetze, müsste ich ja eigentlich... Was habe ich denn da? 7 Schuss oder 8? Auf jeden Fall reicht es dann für zwei solcher Salven. Hoffe ich mal. Packe ich das da noch mit rein, dann haben wir das auf jeden Fall erstmal wieder los. Das fliegt weg. Die Farben gehen mir nämlich jetzt ein bisschen auf den Sack. Immer so dekadent. Ah, okay. Man sieht es leider nicht. 7. Naja, okay. Aber wie gesagt, das reicht für 2 Feuerstöße. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt passt nämlich das Schießpulver auch wenigstens rein. Dann könnte ich das hier nochmal einschmelzen. Dann wäre das nämlich auch mal wieder weg. Das kommt in die andere Kiste. Naja, den Water Purifier können wir dann beim nächsten Mal verkaufen. Das packe ich mal auch noch weg. 8-fach-Scope, 4-fach-Scope brauche ich alles nicht. Ich habe immer noch kein Reflexvisier gefunden. Das finde ich sehr schade. Diese ganzen Cooling-Sachen und sowas alles hier, die brauche ich eigentlich auch gar nicht. Das benutze ich ja eh nicht. Die Mütze und so, das können wir eigentlich alles wegkloppen hier. Das Ding mache ich mal kaputt. Den brauche ich auch nicht mehr. Wenn es nachts wirklich so kalt wird, kann ich mir immer noch mal irgendwie schnell was dahin zaubern. Ja, und dann könnten wir noch mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass das noch irgendwie... Ach, das können wir zerlegen. Da kommt bestimmt Eisen. Ich hätte jetzt eher mit Plastik gerechnet, aber gut, dann kommt da halt Eisen raus. So. Den brauche ich nicht, den auch nicht, das auch nicht. Dann sieht das doch erstmal ganz gut aus. Hier haben wir unseren Gyrokopter. Gehen wir mal auftanken. Ich weiß auch nicht, was da so alles reinpasst. Ich habe auch keine Ahnung, wie der sich so fliegt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt einen habe. Ich habe den tatsächlich noch nie, nicht mal mit einem Creative-Modus, ausprobiert. Darum pflanzen wir den jetzt hier mal hin. Tanken ihn voll. Also allzu viel Benzin passt nicht rein. Er hat 90 Verteidigung, okay. Er hat 10 Meter pro Sekunde, also eine normale Geschwindigkeit. Sehr schnell ist er jetzt nicht. Wozu diese ganzen Slots da sind, das ist mir noch ein bisschen Rätsel, aber gut. Hat so viel wie ein Moped. Das ist okay. Damit können wir noch arbeiten. Und ich denke mal, mit der Leertaste werde ich dann nach oben kommen. Nee. Ich muss erstmal Gas geben. Oh Gott. Ja. Oh. Wie kann ich denn...
Ich weiß leider nicht, wie man aufsteigt. Das ist das Problem. Wenn ich die Leertaste drücke, passiert einfach gar nichts. Oh, ich besuche. Ja, wenn ich nach hinten drücke, dann fährt er nur nach hinten. Das fliegt sich ja echt behindert. So, jetzt gebe ich Vollgas und... Achso, ja gut, die Leertaste ist ja auch die Bremse, glaube ich. Also werde ich wahrscheinlich nach oben gucken müssen, um nach oben zu fliegen. Auch nicht. Okay. C. C könnten wir wahrscheinlich noch drücken. Reverse ist rückwärts. Ja, also C. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Hilft das? Ich glaube, ich muss das Ding erstmal hier wieder rausholen. Komm mal raus hier. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass man ja ganz einfach mit C, Quatsch, mit der Leertaste hier nach oben fliegt. Da passiert gar nichts. Ich fahre ja nur doof am Boden rum. Wie funktioniert der? Wenigstens, dass das Ding geht. Ah, sehr nervig. Okay. Dann bauen wir ihn nochmal hin. Also geradeaus fahren geht ganz normal. Muss ich tatsächlich erstmal Geschwindigkeit kriegen, um zu fliegen? Nee. Muss ich nicht. Okay. Nee, dann... dann weiß ich auch nicht. Interagieren, drücken. Also wenn ich C drücke, dann nimmt er zumindest das hinten das Heck hoch. Aber irgendwie abheben tut er trotzdem nicht. Wie fliege ich denn jetzt auf einmal? Okay, jetzt bin ich plötzlich auf einmal in der Luft. Also es gibt wohl zwei verschiedene Modi, einmal am Boden und einmal in der Luft. Und jetzt kann ich hier mit den Pfeiltasten und mit C und der Leertaste, so wie ich es mir eigentlich auch dachte, regulieren. Boah, fliegt der sich kacke. Also jetzt ernsthaft. Das ist ja mal gar nicht gut. Er fliegt sich halt wie ein Segelflugzeug und nicht wie ein Gyrokopter. Das ist leider ein bisschen... gemacht. Und bremsen geht auch nicht, weil man ja nicht am Boden ist. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Auto. Oh, hier liegt ja noch der Sack. Das Ding ist mir doch wesentlich lieber hier. Naja, große Enttäuschung. Dafür habe ich jetzt bis Level 120 gewartet. So eine Kacke. So, packen wir den Scheiß jetzt erstmal wieder weg. Ich überlege gerade. Ich habe ja hier, also ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Ich könnte ja theoretisch schon mal hier die Sachen
auf jeden Fall einmal einstellen. Damit das Ganze hier weggeschmolzen wird, in dem Sinne. Guck mal hier, da hast du 180 Minuten. Das sollte doch erstmal ein bisschen reichen. Dann gehe ich nochmal ganz fix die Bäume hinten holen und würde tatsächlich nochmal gerne ein paar Aufträge für den Händler machen. Einfach auch nur, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Damit ich dann nämlich auch für die Skillpunkte hier, wo ist denn das? Hier hinten, glaube ich. Hier. Den Secret Stash ein bisschen besser machen kann. Ja, ja gut, ja, hier kann man sich noch die Dinge aussuchen. Teamwork brauche ich nicht, aber hier Better Bartender, damit wir hier die, wie gesagt, ne, hier einfach besseren Loot kriegen. So, damit er bessere Angebote hat. Und ich hoffe, dass wenn das passiert, wenn er da bessere Angebote reindrückt, wir dann auch automatisch die Chance erhöhen, da die Solarzellen rauszukriegen. Also ich habe da schon wirklich einige Sachen noch mit rausgeholt. Ich habe Bücherregale noch geholt, Matratzen habe ich auch gekauft. So diesen ganzen Kram. Aber ich habe eben noch keine Solarpaneele gesehen. Würde ich da schon ganz gerne mal irgendwann dann auch mal rausholen. Die sind noch gar nicht ausgewachsen. Haben die ausgewachsenen Bäume nicht irgendwie mehr als 600? Waren das nicht irgendwie 1200 oder so? Vielleicht liegt sie am Boden. Mal gucken, wie die hier auf dem Boden gewachsen sind. Aber das sind bestimmt auch nur 600. Nee, tatsächlich, es liegt am Boden. Krass. Also die, die auf normalem Boden wachsen, die haben dann offenbar mehr Holz als die, die jetzt hier auf dem zerstörten Boden gewachsen sind. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die wusste ich vorher überhaupt nicht. Im Normalfall habe ich ja auch eh nur immer im grünen Biom oder so gebaut. Damit ich mir da keine Sorgen um die Temperaturen machen muss. Jetzt hier in dem Fall ist es eben mal eine Ausnahme, dass ich hier in dem Biom gebaut habe. Weil ich mir dachte, dass ich vielleicht mal ein bisschen Abwechslung reinbringe. Und ganz einfach, weil ich hier dachte, dass da nicht so viel Regen ist. Das ist nämlich auch immer so das Problem gewesen, weswegen ich die anderen Biome nicht so sehr gemocht habe. So. Jetzt hier sieht man es ja zum Beispiel ganz gut. Man kann relativ weit gucken, relativ weit. Also es ist ein halbwegs klarer Tag. Das heißt, man kann wirklich bis nach da hinten die Gebäude sehen. In den anderen Biomen kann es schon mal durchaus vorkommen, dass da dann auch, obwohl die Sonne scheint, da irgendwie so ein Kacknebel ist, der dir die Sicht da einfach blockiert. Das ist doof. Deswegen, ja, ja, gut, kann man sich drüber streiten. Aber ich baue halt sehr gerne dann in solchen Biomen, wo das nicht vorkommt. Und wenn mir jetzt zum Beispiel einer empfiehlt, baue doch in der Wüste, könnte ich theoretisch tun. Das Problem an der Wüste ist tatsächlich, dass es da dann Sandstürme gibt. Da hast du dann aber wenigstens den Vorteil, dass die ruhig sind und du beim Regen nicht so die Ohren zugedröhnt kriegst. Das ist halt leider hier bei Gewitter und Regen extrem laut. Ne? Insofern kannst du da dann zumindest davon ausgehen, dass die Zombies sich nicht anschleichen können. Vielleicht baue ich auch noch mal ein bisschen was da. Müssen wir mal gucken. Ja, und wie man auch sieht, ist es Tag 38. Also ich habe ein bisschen mehr gemacht, als nur hier unten so rumgewuselt. Ich habe mir meinen Moped genommen und bin hier oben mal so ein bisschen auf Erkundungstour gegangen. Sehr viele Städte noch, alles Mögliche hier oben. Da habe ich hier auch noch mal ein Loch gefunden. Also das ist quasi so ein Point of Interest, wo man ja quasi in den Untergrund reingeht. Das ist so eine Höhle, so eine Wasserhöhle. Und ich habe auch ein paar von diesen Minen gefunden. Die sind aber alle relativ enttäuschend gewesen. Das ist nicht die Mine, die ich hier zum Beispiel in Navisgain in der Wüste habe. Das ist da fern, sehr weit von fern. Und die Dinger können tatsächlich auch im normalen Biom spawnen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier oben irgendwo noch eins hatte. Das ist ja hier Wüste. Hier genau, da habe ich nämlich auch nochmal so eine Mine gehabt. Die ist hier im Waldbiom gespawnt. Oder wurde im Waldbiom generiert, wie auch immer man es jetzt sagen will. Da bin ich natürlich auch einmal drin gewesen. Okay. Also das hier, das soll ja, das müsste ich mir nochmal angucken. Da kann ich ja mit dem Auto dann mal hinfahren. Wir haben hier jetzt eh die Händler. Insofern passt das ja ganz gut, wenn ich da jetzt mal hinfahre. Müsste ich mir mal noch angucken, ob ich da wirklich bauen will oder ob ich nicht vielleicht irgendwie an einen anderen See gehe. Das ist ja jetzt, wie gesagt, dann das nächste Projekt. Hier erstmal so ein bisschen bauen. Damit ich hier nochmal ein schönes Wohnhaus habe. Das zerstörte Biom hin und her, schön und gut, meine ich nicht hin und her.
Aber ersetzt halt nicht das schöne Grün. Und die Geräusche von Tieren. Ja, gut, Insekten eher. So ein bisschen das Ambiente. Das wollte ich damit eigentlich eher nur sagen. Hier könnte ich auch nochmal gucken, aber ich glaube, dass es halt relativ scheiße ausgesehen hat. Und dadurch, dass wir hier dieses Schneebiom direkt daneben haben, ist das ein bisschen doof. Wenn, dann müsste ich hier nochmal erkunden gehen. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt hier noch ein größeres Waldbiom war. Hier unten ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was Verbranntes. Und jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck. Ah, schön, Mate. Ah, herrlich. Und dann hier habe ich nochmal so die Sachen. Da habe ich jetzt hier verschiedene, also nicht verschiedene, sondern da habe ich jetzt hier nochmal das Bücherregal. Die Scheinwerfer und den ganzen anderen kleinen Kram. Den ich halt, wie gesagt, da noch gebaut habe. Okay. Dann haben wir jetzt das erstmal erledigt. Dann die MP, die nehme ich mir noch so mit. Hier die Nagelpistole können wir auch nochmal behalten. Nee, nee, du kommst da unten rein. Dann Verbände könnte ich aber nochmal ein paar gebrauchen. Da haben wir jetzt nur noch zwei. Ein bisschen Aloe Vera kloppen gehen. Hatte ich nicht so sau viel mitgebracht mal? Nee. Egal, Essen und Trinken habe ich ja noch. Das heißt also, das wird kein Problem darstellen. Ach, guck mal hier. Das wächst so schön. Aber das ist, ja, man braucht es halt ab einer gewissen Stufe nicht mehr. Ja, ich habe jetzt, also mein Essen ist so gut, dass, wenn ich jetzt das ausgeskillt hätte, ich glaube, ich müsste einmal im Monat was essen. Gefühlt. Das reicht doch bestimmt für 20 von diesen, ja, doch, irgendwie. Für ganz, ganz viele. Punkt. Da brauche ich zwei Stoff für. Das heißt, 48. Ja, war genau falsch. Dann können wir die 48 nämlich unterwegs bauen und dann brauche ich jetzt hier nicht rumstehen. So, hier. Weg. Benzin noch ein bisschen mitnehmen. Es wird sehr wahrscheinlich eher nicht gebraucht werden. Trotzdem, ich nehme es mal mit. Hier, wenn man den Scheiß brauchen wir jetzt auch nicht so krass. Vier Stück müssten wir eigentlich ganz gut mit hinkommen. Antibiotika nehme ich auch nur zwei. Habe ich hier mein Holz, das Ding. Die Sachen. Und bevor wir losgehen, repariere ich nochmal alles. Mal her. Warum kann ich dich nicht reparieren? Was brauche ich denn dafür? Braucht man da jetzt richtiges Eisen für? Oder, hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Lass mal das Aloe Vera durchgehen. Kann man, aber man kann auch mehr als zwei Gegenstände da unten in die Leiste packen. Zum Reparieren hier. Oder etwa nicht. Er kann den nicht mehr reparieren. Er sagt mir aber auch nicht, woran es liegt. Das ist ja jetzt kurios. Da geht's auch nicht. Zerlegen kann ich es auch nicht. Hängt da vielleicht hier noch irgendwie ein Modifier? Ja, okay. Der hing im Modify fest. Ja, gut, das passiert manchmal. So, die Waffen sind aber noch ganz okay. Packen wir das hier noch weg. Und hier bauen wir uns die Bandagen. Ja, ich nehme sie einfach so mit. Ja, was übrig ist, das packen wir hinten in das Ding rein, in den Kofferraum. Da sollte da nichts passieren. Ach ja, ach, ich vergesse das immer wieder. Bin so gewohnt, da hinten hochzugehen. Oh, sehr gut. Können wir direkt den ersten Skillpunkt hier investieren.
Ja. Jetzt geh halt tot. So, 10% bessere Deals und beim Kaufen und beim Verkaufen 5%. Ja, also ein paar Level müssen wir noch machen, damit wir hier tatsächlich einen Nutzen draus ziehen. So, und mit etwas Glück finde ich ja dann irgendwann mal noch so ein paar Komfortgriffe. Den habe ich ja jetzt hier drin, den müssten wir da eigentlich mal wieder rausnehmen. Dann packe ich hier einfach noch notgedrungen die Farbe rein. Weil wir jetzt dann eher die Keule hier brauchen als die Spitzhacke. Insofern geht das schon ganz gut dann. So, nochmal. Ach, ich gehe nicht davon aus, dass ich den wirklich vollkriege, den Wagen. Soll ich mal den Wagen mitnehmen oder soll ich wieder das Moped? Hier hast du halt so schön viel Platz, ne? Komm, ich nehme mal das Auto. Das ist ein bisschen langsamer, aber ich nehme einfach mal das Auto. So, dann setzen wir uns hier nochmal so einen Punkt. Sobald ich da bin, kann ich hier hochfahren und dann müssten wir hier... Ah, das ist... Gut, jetzt hier der Straße zu folgen, das ist ein bisschen Umweg. Das ist leider nicht so praktisch. Ist aber leichter, weil dann kann ich hier einfach nur geradeaus fahren. Ah, ich würde so gern noch woanders einen Händler haben, der nicht in der Nähe eines kaputten Bioms ist. Irgendwo hier vielleicht mal noch sowas. Aber bis ich da was gefunden habe, ich glaube, da müsste ich erstmal so erkunden gehen. Das macht, glaube ich, erstmal keinen Sinn. Klingt aber echt scheiße, das Auto. Ja, ich habe immer noch keine Soundmods installiert, verdammt. Ich glaube, irgendwann kriege ich es noch hin. Oh, guck mal. Den haben wir mal dem Rücken rasiert. Dem haben wir mal den Rücken rasiert, nicht andersrum. Weiß gar nicht, kann man damit jetzt irgendwie besser fahren? Geht man damit nicht so schnell kaputt, wenn man irgendwas zerfährt? Oder? Guck mal, der ist immer noch hier. Habe ich gerade den Vogel umgefahren? Ja, Tatsache. Ich habe den Vogel gerade umgefahren. Gerade eben schon wieder. Also das Auto bietet wohl ein bisschen mehr Schutz. Und wie man hier sieht, man fährt nicht mehr alles um. Das ist schön. Also da fahre ich jetzt durch oder drüber. Vielleicht ist es bei dem Moped einfach nur ein bisschen schlecht eingestellt gewesen. Keine Ahnung. Müssen wir halt nur irgendwie nach Nordwesten fahren, dann müssen wir eigentlich ankommen. Ja, also so oft habe ich das Auto jetzt an sich auch noch nicht benutzt. Im Normalfall im Singleplayer bin ich halt beim Moped geblieben. Das hat mir immer gereicht, weil ich dachte, das ist das schnellste Fahrzeug. Und vom Platz her, vom Lagerplatz hier... Ihr wisst schon, Storage Capacity reicht es ja auch vollkommen aus. Oh, ist hier nicht eine Kiste drin? Oder? Ja, tatsächlich. Oh, Shamway. Oh, Benzin. Zum Fick hat denn der mich jetzt getroffen? Naja. Oh, ich muss tatsächlich jetzt hier ordentlich bremsen, sonst fährt das Ding einfach weiter. Aber schön, dass der Scheinwerfer jetzt auch mal was bringt hier, ne? Ganz kleines bisschen. Es ist jetzt hier in meinen Einstellungen nachts nicht wirklich dunkel. Und ich habe die, glaube ich, fast auf Default. Aber daran liegt es jetzt nicht.
Okay. Ich könnte ja mal... Na gut, da wird hinten wahrscheinlich einfach auch nur dieses zerstörte Biom sein. Ich hätte sonst gesagt, ich könnte ja mal hier durchfahren. Es sieht aber allgemein nicht so schön aus hier in dem Gebiet. Auch wenn da hinten die beiden Händler sind. Ich bin natürlich doof. Ich habe jetzt auch mein ganzes Geld nicht mitgenommen. Wenn ich da jetzt so ein Ding finde, dann fahre ich den ganzen Weg wieder zurück. Das kann ich euch versprechen. An Tag 40 müssten sie, glaube ich, ein neues Zeug kriegen. Was war das jetzt? Reihenhaus, ne? Ne, Waffenshop. Hier müssten wir letztens erst gewesen sein. War das nicht so, dass ich hier den aus zum Zeitvertreib hier noch so das ganze Zeug durchsucht habe? Bei Bänke hier oben? Ja, genau. Die wollte ich nur nicht aufprügeln, weil es noch... Also da waren... Hätte sich zeitlich jetzt nicht gelohnt. Jetzt haben wir aber Zeit. Lass uns doch mal reinschauen. Kann ich gleich ein bisschen Geld mitbringen. Ja gut. Kaufen wir mal noch ein bisschen was und dann kloppe ich mich mal hier durch. So, was läuft ansonsten? Also allgemein kann ich gerade nicht allzu viel berichten, außer dass meine Berufsschule immer noch beschissen ist. Ey, immerhin, ich habe das Netbook, das ich letztens gekauft habe, wieder verkauft. Und ich habe also so einen alten PC mit einem Pentium 3 habe ich verkauft. Habe ich heute gut verpackt und gestern gut verpackt und heute Morgen direkt zur Post gebracht. Da habe ich dann auch die Sendung in Empfang genommen, die ich am letzten Montag quasi mehr oder weniger in den Versand bekommen habe. Nee, keine Ahnung. Ist egal, die wurde letzten Montag ungefähr abgeschickt. Die habe ich jetzt auch erhalten. Also so unversehrt angekommen. Ich habe es noch nicht getestet, weil es... Ich kann es gerade nicht wirklich... Oh mein Gott. Yes, 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 yes. Ich kann es nur gerade nicht im Moment so wirklich testen. Packen wir das mal zuerst hier rein. Da kriegen wir nämlich dann jetzt ein verbessertes... Also es ist... Genau. Er schießt jetzt genauer. Was auch immer das bedeutet. Aber er soll jetzt hier genauer schießen. Increases Melee Stamina, increases Weapon Handling of Bows. Okay, ja. Na, 10%. Immerhin. Wenn wir jetzt noch so ein Ding finden, dann kommt es hier in die Spitzhacke rein. Warte mal, ich lade mal den Bogen nach. Und dann brauche ich nämlich auch diese beschissene Farbe nicht mehr. Dann kann ich fast schon hier mit dem schweren Angriff die ganze Zeit arbeiten. Wenn der nur ein bisschen schneller wäre. Das müsste man... Kann man... Ich wundere mich gerade. Hier gibt es ja so einen Skill, da kann man die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Im Nahkampf. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Hier war das doch, ne? Ja, genau. Melee Attack Speed. Wenn ich das skille... Skill ich damit auch die Geschwindigkeit, mit der ich hier mit den Waffen zuhaue? Mit den Werkzeugen? Stimmt. Funktioniert das? Ich meine, das werden 25% schneller hier. Ich glaube... Alter, wo kommt die denn plötzlich her? Ich glaube, verdammt, ich glaube schon, dass das ziemlich nützlich sein würde. Hab jetzt Bock, voll Bock auf Nüsse. So eine Handvoll Erdnüsse. Ja, jetzt hier gerade so, wenn du unten im Bergbau bist und du bist da halt ein bisschen schneller. Bestimmt nicht schlecht. So. Damit ich eine kleine Vorwarnung kriege, falls die wieder von hinten angreifen. Schweine.
Perfekt. Ja. Ansonsten warte ich jetzt noch drauf, dass einer meinen Tretroller kauft. Dann habe ich ja prinzipiell fast wieder alles drinne. Also ich habe natürlich einen Verlust gemacht, ist ganz klar. Den kriege ich auch nicht wieder. Gerade weil es ja jetzt gebrauchte Sachen sind. Aber da kann ich jetzt auch eh erstmal nichts dran ändern. Aber ich glaube, so wenigstens ein Drittel oder 80% von dem, was ich da ausgegeben habe, kriege ich dann wieder. Bei dem alten PC, dieses Teil mit dem Pentium 3, da ist es natürlich, also den habe ich ja kostenlos gekriegt, das ist was ganz anderes, aber den Laptop, also das Netbook, das habe ich quasi für den gleichen Preis verkauft, wie ich es gekauft habe. Wenn man davon absieht, dass ich nochmal, ich glaube, 10 Euro draufgelegt habe für die SSD. Die habe ich für 20 gekauft. Ne, es waren dann 8 Euro. Für 20 gekauft, 12 habe ich nämlich zurückgekriegt. Und die andere, die 256er, die konnte ich jetzt noch nicht wiederbeleben. Eine Möglichkeit gibt es, wie gesagt, noch. Aber dazu müsste ich erstmal ein Stück Hardware in meinen PC reinklatschen und das dann ausprobieren. Da hatte ich noch keinen Bock zu. Da ich jetzt aber die Grafikkarte gekriegt habe, die mir freundlicherweise zugeschickt wurde, und dann sehr wahrscheinlich nochmal ein bisschen Arbeitsspeicher bekomme, kann ich mir eigentlich nochmal einen kleinen PC zusammenbauen. Und dann probiere ich es einfach da aus, weil den wollte ich dann sowieso mit den alten Festplatten, die ich jetzt hier habe, noch ausstatten. Und die mal ein bisschen in RAID 0 schalten, damit man da zumindest noch so ein bisschen Geschwindigkeit rausholt. Falls die 256er doch noch funktionieren sollte, dann gut. Dann werde ich sie nämlich einfach benutzen. So, was haben wir denn hier alles? Also wir haben auf jeden Fall Geld, das ist gut. Das können wir auch wegtun. Und noch ein Silencer, ja, ich heb ihn mal auf. Das fliegt jetzt auch weg. Das verkaufe ich, das eigentlich, das können wir alles so direkt verkaufen. Da brauche ich jetzt gar nicht großartig rumklicken. Das Ding nicht. Das machen wir auch kaputt. Ja, den brauchen wir theoretisch nicht mehr. Ich werde den aber behalten. Wer weiß, was man damit noch alles machen kann. So, und die Munition kriegen wir ja sowieso automatisch. Das brauche ich also dann nicht in dieses Reparatur- oder Kaputtmach-Ding hier unten reinpacken. So, dann hier vorne steht das Auto. Dann hole ich mir noch die zweite Bank. Ja, ne, wenn der PC dann fertig ist, dann muss ich mal gucken. Also ich suche jetzt halt noch einen günstigen Deal. Es sollte jetzt schon ein bisschen mehr sein als der ganz alte Sockel mit den ersten i5 und i7 Dingern. Also es dürfte dann schon so ein 2000er sein aus der, ich weiß gar nicht, was für eine Generation das ist. Dritte. Ja, also sowas wie ein i7 2600 oder so. Damit wir da nicht ganz so gebottleneckt werden. Wobei, der i5, den ich damals hatte, der kam mit der 660 Ti eigentlich ganz gut zurecht. Die 670, die hat natürlich den großen Vorteil, dass sie einen besseren Arbeitsspeicher hat, also einen Videospeicher. Und deswegen nicht ganz so zurückgehalten wird von dem. Es ist bei der 660 halt gewesen, dass die mit dem Arbeitsspeicher, den sie da drauf hatte, selber nicht so viel leisten konnte wie eine einzelne 670. Aber das sollte sich ja damit dann jetzt auch erledigen. Ach, warte mal, hier sind ja auch welche drin, ne? Da sind ganz schön viele drin. Ach, das ist eine verstrahlte. Deswegen hält die so viel aus. Ja, und dann, wenn das alles funktioniert, dann habe ich so einen kleinen Rechner mit der 670, dem Arbeitsspeicher. Das sind halt 8 GB, das reicht ja für so einen
budgetorientiertes Gerät. Dann müssen wir mal gucken, was ich reinpacke. Also ich habe ja 260er HDDs, wenn ich die mit der mit dem SATA-Controller zusammen da reinklatsche, dann kann ich die halt auf RAID 0 machen. Sind es 320. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Wenn die SSD funktioniert, kommt die in meinen richtigen Rechner rein. Dann packe ich da einen 120er so mit drauf. Dann hast du die Festplatten für die Spiele und die SSD für das Windows und so und für ein Spiel vielleicht. Ja, ansonsten, schade um die SSD, ist halt so ein mega Deal gewesen. Aber dann sollte das wohl nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung, es ist mir noch nie passiert, dass sie wirklich so kaputt gegangen ist, dass sie nicht mal mehr erkannt wird. Die wird nicht mal mehr initialisiert von gar nichts. Das ist schon echt krass. Habe ich so auch noch nirgendwo gehört. Ah, nochmal so ein Mod. So ein Spiked Club Mod. Ja, man kann ja nicht was ist das denn hier für eine Party? Irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, ich habe gerade über die Festplatte geredet und irgendwas irgendwie dann da so. Egal. Auf jeden Fall ist es halt sehr schade. Ja, ist ein gutes Stück Technik. So alt war sie noch nicht mal und sie hätte mir gute Dienste erwiesen, die SSD. Ja, ansonsten suche ich noch nach einer guten Low-Profile-Grafikkarte. Also irgendwas, was jetzt nicht unbedingt eine 7750 ist von AMD, sondern vielleicht halt eine 1030 von Nvidia, damit ich den einen PC, den ich hier noch zu stehen habe, damit ausstatten kann. Nee, nicht die Fittings, sondern das Ding hier. War jetzt total falsch. Der PC hat ja dann diesen einen Quad-Core, also ein Quad-to-Quad. Mit der 1030 macht er sich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal ja auch erklärt, dass ja dann der Kühlkörper im Luftstrom des Gehäuselüfters und des CPU-Lüfters liegt, sodass sich das automatisch kühlt. Dann hast du da noch so einen kleinen Gaming-PC oder so einen Multimedia-PC, der relativ leise ist, weil er halt nur zwei Lüfter drin hat, die auf 5 Volt laufen und das schon echt kühl halten. Das teuerste daran wird dann eine Grafikkarte sein, aber wenn ich die für 30, 40 Euro irgendwo wegschnappen kann, warum nicht? Ui, es wird langsam echt voll. Ich glaube, die ganzen... Doch, sind ja zwei Händler. Die Waffen müsste ich da eigentlich unterbringen können. Aber das bringt gut Munition. Da sollte ich dann erstmal wieder ein bisschen was mit der MP haben. Und die Aufträge auch gut erfüllen können. Ja, ich bin überladen. Ich bin vor allem voll mit Munition, so ein Scheiß. So, diese Einser-Dinger, die machen wir direkt kaputt. Ja, so eine Scheiße, diese einzelnen Sachen, die brauchen wir ja nicht. Und wenn alles klappt, habe ich quasi wieder zwei kleine funktionierende Rechner hier zu stehen. Aber das wird dann in den nächsten Monaten sich herauskristallisieren, wie jetzt was und wo und wann. Also prinzipiell, der eine kleine Rechner, der funktioniert ja schon mit dem Quad-to-Quad. Allerdings habe ich da eine GT 210 drin. Das ist also nichts weiter als ein Grafikadapter. Damit kann man nicht wirklich was reißen. Ja, es ist trotzdem besser als die integrierte Grafik. Und vor allem hat es auch modernere Ausgänge. Aber für mehr ist das dann auch nicht zu gebrauchen. Ja, scheiß drauf. Okay, das ist doch mal eine ziemliche Fülle hier.
Wenn ich dafür kein Geld kriege, dann weiß ich auch nicht. Die Händler haben jetzt inzwischen auch wieder offen. Das heißt, also wenn wir da ankommen, können wir direkt rein. Allzu weit ist es ja jetzt nicht mehr. Ne? Und wenn die Rechner dann fertig sind, kann ich sie auch getrost wieder irgendwo einstellen und dann einfach sagen, hier, guck mal, verkauf das Ding hier. Willst du das für günstig Geld haben? Ist hier eine Höhle oder sowas? Ich habe hier das Geräusch von brennendem Feuer. Wohl ein Bug. Schade, ich habe mich gerade gefreut, dass ich irgendein Geheimnis gefunden habe hier. Irgendwie eine Höhle oder so. Ist dann wohl doch nichts. Smarties hätte ich hier noch. Oder nee. Ich spare mir den Hunger noch etwas auf. Und mache mir dann nachher so eine schöne Pizza-Spezial. Das ist so eine mit so zwei verschiedenen Salamisorten. Schinken. Und Champignons. Sau lecker. Habe ich damals immer von Italissimo heißt es, glaube ich, gekauft. Oh, das Ding, das rollt einfach weiter. Man muss es wirklich komplett zum Stehen bringen, sonst macht er einfach, was er will. Ja, habe ich damals von Italissimo gekauft immer. Das gibt es jetzt leider im Rewe nicht mehr, aber die bei K&K, das ist auch so ein Lebensmittelmarkt hier. Der bietet seine eigene Marke an, gut und günstig heißt die, glaube ich. Da kann man das dann entsprechend, also da kriegst du quasi genau das gleiche. Schmeckt 1:1 genauso. So, der will jetzt zum Beispiel nämlich keine Waffen mehr haben. Ah, jetzt habe ich den. Egal. Das muss ich dann bei dem anderen Händler verkaufen. Die Pistolen will er nämlich auch nicht mehr haben. Ach, immer hier. So, das können wir auch wegschmeißen. Legen wir ihm hier auf die Theke. So, die Munition heben wir auf. Und dann, ja, Tag 40 wird restockt. Das heißt, so lange werde ich jetzt hier definitiv nochmal ein bisschen rumfliegen. Und einfach nochmal so ein bisschen das Sortiment durchsuchen, wie ihr hier seht. Ne? Also der verkauft schon so ein bisschen was. Aber es ist halt nicht das, was ich unbedingt haben will. Und hier ist jetzt auch noch nichts Gutes drin. Deswegen hast du dann noch irgendeinen netten Job. Ja, ich guck mal bei dem anderen. Ansonsten müssen wir hier mal was annehmen. Also der hat jetzt zwar schon 5er Aufträge dabei, also Stufe 5. Die sind jetzt aber auch relativ weit weg. Das heißt, da müssen wir dann mal lange fahren. Oh. Fleisch. Ja. Jetzt mein Auto angeschossen. Ich wollte es gerade sagen. Ich kann das Reh jetzt ernsthaft nicht zerpflücken, weil es hier beim Händler liegt. Das wäre es ja jetzt gewesen. Ich glaube, dann hätte ich denn, also, keine Ahnung. Hätte ich gesagt, dann gäbe es jetzt hier Tode oder Tote. Das wird nicht so wirklich funktionieren. Die Zombies sind ja schon tot. Und den Händler kann man nicht erschießen.
Weiß gar nicht, was passiert, wenn man auf Händler schießt oder so. Fliegt man dann raus? Oder passiert einfach nur gar nichts? Und das macht dieses... Ja, hier, das Plastik kannst du auch haben. Ah, der will nämlich auch schon keine Pistolen mehr. Und der will auch keine Schrotflinten mehr. Das ist natürlich dann nicht so toll. Na gut, dann heben wir uns die auf. Vielleicht will ja will einer von den anderen Händlern bei mir zu Hause in der Nähe die eher haben. So, hier habe ich jetzt aber auch erstmal nichts. Da könnte ich mir nochmal einen Schraubenschlüssel holen, wenn ich es nötig hätte. Das sieht jetzt nicht sonderlich gut aus. So, Jobs. Also, wir haben jetzt hier Clear Zombies. Das ist schon mal ganz gut. Das ist in der Nähe. Das nehme ich. Und dann können wir da mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Mal wieder. Es bietet sich halt einfach an, ne? Du kannst das Ding leer machen. Du kannst dann den Auftrag annehmen und machst das Ding nochmal leer. Kriegst du Loot, kriegst Erfahrungspunkte. Ist einfach ultimativ. Win, win. So, noch was fressen. Dann müssen wir da unten hin. Es ist... Was ist denn das? Das ist ein Theater oder so, ne? Das ist das Theater. Cool, da war ich schon lange nicht mehr drin. Das sieht auch nach einem überarbeiteten Theater aus. So, da fahre ich jetzt noch schnell hin. Dann mache ich einmal ganz kurz eine schnelle Pause. Der... Warte, will nämlich schon wieder raus. Ich hatte davor auch noch ein Käffchen. Ich würde sagen, ich mache mir dann sogar nochmal schnell ein Käffchen. Ein kleines. Jetzt habe ich mir wieder Pets geholt. Da kann ich mir auch mal ein Käffchen machen. Und dann geht's weiter hier in der Apokalypse. Kaputt. Ey, der hat zugehauen. Diese Scheißdinger sind echt noch verbuggt. Das Arschloch, ey. Ich sag euch, ey, mir tun so die Beine weh. Es ist so krass, wenn ich freitags nach Hause komme. Also gerade jetzt den Freitag. Ich weiß gar nicht, warum das so schlimm war, aber es ist einfach unfassbar hart gewesen heute. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, ich hatte das... Also ich arbeite jetzt schon seit mehr als 2 Monaten dort. Aber trotzdem tut mir einfach immer noch alles weh. Muskeln, Bindegewebe, wie heißen die Dinger? Gelenke. Naja, mal sehen. Vielleicht irgendwann geht's schon weg. So, komm, du gehst mal kaputt. Muss ich noch die Brille wieder wechseln, damit wir Erfahrungspunkte kriegen. Und ich habe schon wieder einen halben Level voll. So, ich bin ganz kurz AFK. Ich mache euch mal in der Zwischenzeit wieder ein bisschen Musik an. Und dann hole ich mir noch mein Käffchen. Nee, das bei Videos. Stream, was kriegt ihr denn heute? Ich glaube, ich spiele euch heute mal das hier. War auch Synthwave, aber egal. So. Ich glaube, ich muss das ein bisschen lauter machen. So. Bis gleich. Oh, ahaha. Zack. Hier. Nee, doch, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal. Egal.
Ja. Oh. Okay. Das wäre die Dicht. Löffchen ist hier. Ich hoffe mal, das geht auch ohne Löffel. Waren ja nicht mal 5 Minuten hier. Zack. Play Capture. Ups. Jetzt habt ihr kurz meinen Desktop gesehen. Egal. Warum ist denn das hier drin? Geh mal weg. Kann ich das bitte... Nein, jetzt hängt das OBS. Okay, gut. Entfernen. Na gut. Dann wollen wir mal. Also, wir sollen alle Zombies töten. Ich weiß gar nicht, wo fängt denn die Quest an? Da unten drinnen fängt sie an. Ich gehe halt, wie gesagt, nochmal ganz normal durch. Und danach gehen wir das dann halt mit der Quest durch, damit wir hier alles resettet haben und uns die doppelte Menge an Punkten rausholen können. Oh, was ist denn? Okay, never mind. Ich dachte, da steht schon eine ganze Armee, aber so viele waren das gar nicht. Aber es ist schon echt krass, wie sie das hier aufgezogen... Oh Gott, Hunde. Geht mal weg. Wie sie das hier aufgezogen haben. Ich erinnere mich ja noch ganz genau daran, wie das Gebäude hier früher mal ausgesehen hat und was es eigentlich früher war. Da war das schon das Highlight der zerstörten Stadt damals. Und jetzt hast du einfach hier noch diesen Riesenbereich unten im Keller, der einfach noch mit dazugekommen ist. Das ist einfach unfassbar geil. Und ich kann Zombies jetzt inzwischen mit einem schweren Angriff auf den Kopf töten, wenn es ganz normale sind, jedenfalls. So, dann müssen wir hier durch. Wie man jetzt zum Beispiel daran gesehen hat. Ja, und das Schöne ist ja, wir kriegen ja da die 50 Dingens wieder, die 50 Ausdauer. Und dann sind wir sofort wieder einsatzbereit. Ach, ich liebe es. Okay, also wie gesagt, ne, wenn es wieder ein bisschen ruckelt, dann liegt es daran, dass das Spiel bei mir auch ruckelt. Ja, jetzt zum Beispiel gerade eben. Weil es halt hier massiv an Zombies zu arbeiten hat. Massiv an Zombies zu arbeiten hat. Da kann ich im Moment leider noch nichts gegen tun. Da müssen wir noch irgendwie so ein... toll, das hat ja gut geklappt. Ein halbes Jahr warten, bis ich dann ein bisschen mehr Geld dafür habe. Außer jemand kommt auf die Idee, mir plötzlich eine CPU zu schenken. ich glaube ja meine... Jetzt mal davon unabhängig, meine Statistiken, die müssten zumindest via Twitch unten über den Button einsehbar sein. Habe ich da noch den Ding jetzt drin? Da habe ich, glaube ich, mal auf so einer Internetseite so ein Profil angelegt von meinem Computer. Das müsste da aufgelistet sein. Ich weiß nur nicht, ob die noch überhaupt funktioniert. Das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. So, das ist jetzt hier für mich alles komplett Neuland. Ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwas ist und ob ich überhaupt richtig bin. Ich versuche einfach nur mal dem Gang zu folgen und hier kein einziges von diesen Türchen kaputt zu machen. Boah, ich muss ja alle Zombies töten. Wenn ich jetzt schon nicht weiß, wo die alle sind. Ja gut, mir werden sie ja dann angezeigt. Das ist ja nochmal was anderes dann. Ah, ist ein Militärzombie. Aber hier sind definitiv auch irgendwo noch Minen. Die hat man jetzt hier relativ unschwer gehört. Kannst du mal... Ich weiß jetzt nur nicht, die prügeln sich hier überall durch. Sind die draußen oder sind die vielleicht irgendwie noch drin? Also in der Nähe. Gehören die mit dazu zum Beispiel? Dieses Geruckel, ja? Boah.
Es ist schwierig, damit irgendwas zu treffen. Bei den verstrahlten Zombies bin ich mir noch nicht so ganz sicher, dass jetzt hier der Melee-Scheiß so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Jedenfalls nicht bei so vielen. Bei einigen, okay, das kriege ich hin, aber nicht bei so vielen. Geht's hier? Fällt man? Nein, fällt man nicht. Doch, fällt man. Na schön. Aber wir sollen offensichtlich hier lang. Hier ist ja das Licht. Darum gehen wir mal hier in die nächste Wohnung rein. Wo man hoffentlich nicht direkt wieder durch den Boden durchfällt. Das wird eine Lebensaufgabe, ey. Ich könnte mir ja im Grunde genommen schon fast hier auf das Teil dann noch so ein Anti-Strahlungs-Dingens da drauf klatschen, damit die Strahlenzombies dann nicht mehr so regenerieren. Ich müsste dann halt nur erstmal wieder eins finden. Jetzt im Moment habe ich jetzt auch keins dabei. Ich würde mir da deswegen auch nicht extra eins kaufen. Also wenn wir eins finden, toll, dann klatsche ich das damit drauf. Aber das mache ich jetzt so nicht aktiv. Indem ich suche. Ja, guck mal hier, wenn sie einzeln sind, vier Schläge auf den Kopf, dann sind sie auch tot. Ja, da kommen sie schon durch. Ich sie doch mal begrüßen. Also den einen hier. Ja, und weg ist er. So, hier geht es dann offensichtlich nach oben. Lass die ruhig da sterben, das ist okay. Übrigens, wie gesagt, ne, also man sieht auch sehr schön den Nutzen hier vom Stacheldraht. Wenn man das so aufzieht, dann kann es durchaus passieren, dass sie versuchen, da durchzukommen, ohne allzu sehr drauf rumzukloppen. Ja, man kann es auch so einrichten, dass sie technisch gesehen einen Pfad frei hätten nach oben, aber da trotzdem nicht hochkommen, weil der Stacheldraht halt verhindert, dass sie da hochspringen können. Ja, dann greifen sie das ja nicht an. Sie versuchen da einfach nur hochzuspringen die ganze Zeit, werden vom Stacheldraht aufgehalten und verrecken dann irgendwann. Der Stacheldraht, der kriegt da keinen Schaden in dem Sinne, wenn die Zombies drin rumlaufen. Der ist halt relativ gering. Gering im Vergleich zu dem Schaden, den sie kriegen würden, wenn man da die ganze Zeit mit einer Waffe draufballert. Oder wenn sie da mit ihren komischen Patschehändchen drauf rumhauen. Das ist jetzt hier auch echt geil. Also wirklich richtig geil gemacht. Tot. Okay, lassen wir die mal da ein bisschen rumdüdeln. Ja, also man kann diesen Stacheldraht dann auch wunderbar mit den elektrischen Sachen kombinieren. Dann sind sie wirklich zweifach gelähmt und kommen da gar nicht mehr raus, weil sie gestunlockt sind. Das könnte ich dann ja auch nochmal vielleicht irgendwie so ein bisschen ausprobieren. Wollte ich nämlich sowieso, fällt mir gerade ein, ich wollte nämlich für die neue Hordennacht, müssen wir mal gucken, ob ich das noch schaffe, mir nochmal so ein Gebäude raussuchen und da solche aufgewerteten Säulen mit einbauen. Und diese aufgewerteten Säulen, die dann halt mit Leitern versehen sind, halten ja auch ein bisschen mehr aus. Das heißt also, wir können da länger mit der Horde dran arbeiten. Und ich wollte außenrum Blade Traps setzen und dann halt versuchen, dass ich die irgendwie im Stunlock da unten halten kann. Sodass ich mich praktisch gesehen nur noch um die Cops kümmern muss. Oder um verstrahlte Zombies oder was weiß ich. Sodass wir da aber auf jeden Fall das meiste automatisiert haben. Wir versuchen dann über die Leiter zu mir zu kommen, was natürlich nicht klappt, weil sie zum einen durch das ganze Zeug da alles aufgehalten werden und natürlich von mir erschossen werden und weil sie hoffentlich dann durch die Blade Traps kaputt gemacht werden. Vielleicht sogar die Beine verlieren und dann noch langsamer da hochkommen. Das wäre ja dann am optimalsten. Oh, nice! Improved Fittings! Das brauchen wir hier nicht. Das können wir auch wegschmeißen. So eine Art der Ernährung habe ich nicht mehr nötig. Geh weg.
Und Madame kommt ja auch nicht durch. Das ist ja praktisch. Dann können wir sie ja töten. Ach so, übrigens, ich denke mal schon, dass derjenige, der mir dieses wunderschöne Paket geschickt hat am Montag auf die Postfiliale, gerade auch zuguckt. Insofern wird er auch mit dem folgenden Satz etwas anfangen können. Das Geschenkpapier ist noch vollständig intakt gewesen. So, okay, ich bin durstig. Hier ist Licht, also hier müssen wir offensichtlich dann weiter. Ich schätze mal... Ach, guck mal an, der hat sich seinen eigenen Weg hier gebaut. Da ist dann die kaputte Treppe. Also, lass uns nochmal hier hinten schauen. Obwohl, hier sollen wir gar nicht lang. Hier können wir aber lang, weil hier ein Loch in der Wand ist. Okay, für ein bisschen Munition. Apropos, okay, ist nachgeladen. Dann gehen wir doch mal hier hinten durch. Ah, das ist nur Müll. Na, hoffentlich. Jetzt gehe ich einmal komplett herum. Ich wollte gerade sagen, muss ich da jetzt auf dieses andere Ding rüberspringen? Aber wir gehen hier tatsächlich nur ins Nebengebäude, ins Nebenzimmer. Das ist aber nicht hier, also es ist nicht da, wo ich mich durchgeprügelt habe. Geht direkt nach oben. Ein Fitnessstudio, geile Sache. Ah, da fallen die Zombies von der Decke. Das ist jetzt nichts Neues. Ich bin ein Verstrahlter. Boah. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die tot ist. Ja, sie ist tot. So, hier geht's nicht lang. Das ist okay. Das ist hier wohl, ja, so ein Gymnast... Nee, wie heißen die Dinger? Yoga. Yoga-Raum, genau. Gymnastikraum. Oder es ist... Das kann auch ein Trainingsraum sein. Solche Matten benutzt man ja auch durchaus beim Kampfsport, damit man sich dann... Ja, damit man das Verletzungsrisiko ein bisschen verringert. Aber ist schon eine geile Festung. Ist einfach unfassbar geil. Ich werde ja locker einen ganzen Tag drin verbringen. Also jetzt hier mit dem zusammengerechnet. Weil ich ja jetzt hier einfach nur mal so reingehe, damit wir hier die Zombies mitnehmen können. So. Nur um sicher zu gehen, dass es nicht einbricht. Das traue ich denen vollkommen zu. Aha, cool. Das ist abgebrannt, aber hier müssen wir trotzdem durch. Und wieder hier. Jetzt wird es langsam repetitiv. Da hätte ich mir lieber irgendwas innen drinne gewünscht. Geh weg. Gut, dass ich die ganzen Verbände gebaut habe. Die werde ich jetzt hier nämlich alle brauchen. Fehlt ja eigentlich, dass sie jetzt hier nur noch ein paar Spezialzombies. Wie wär's denn mal mit so Zombies wie zum Beispiel... Also es gibt ja verschiedene Gebäude, verschiedene große Fabriken. Wenn es da Spezialzombies gibt, wie beispielsweise welche, die in Beton gegossen wurden. Oder hier ist ein Bauarbeiter. Da könnte es doch vielleicht auch Zombies geben, die mit Beton übergossen wurden und dann einfach eine große Widerstandsfähigkeit haben. Also wenig Schaden kriegen. Oder vielleicht irgendwie ein Zombie... Na gut, das ist jetzt... Ja, das ist schon relativ einfach gemacht, aber einer, der aufgebläht ist, weil er aus dem Wasser kommt. Einer, der mit Pflanzen bewachsen ist, weil er eine ganze Weile im Wald lag. Das ist jetzt dann eher ein normaler Zombie und nicht so wie der mit Beton übergossene. Kannst du mal treffen, bitte? Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. So ein paar Spezialzombies mit reinbringen. Eben nicht nur verstrahlte oder einfach nur andersartige, wie diese jetzt hier. Das würde ich...
hier auch noch sehr gutheißen. Das bringt dem Spiel tatsächlich da nochmal so ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, die kann man dann auch später ein bisschen spawnen lassen. Die sind dann halt zum Beispiel so stark wie die Verstrahlten, aber regenerieren halt nicht. Oder dadurch, dass sie halt schon, dass der Beton die vielleicht ausgetrocknet hat oder so, dass denen halt leichter irgendwelche Gliedmaßen abfallen. Irgendwie sowas. Mach's speziell. Müssen auch nicht Ferrel sein. Die Teile mit Beton übergossen kann ich mir gut vorstellen, dass sie einfach nur gehen können, weil es ansonsten zu schwer wird. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Weil sie halt ansonsten zu schwer sind oder so. Aber die werden beispielsweise eben auch nicht von Stacheldraht aufgehalten, sondern die gehen die ganze Zeit und werden auch nicht vom Stacheldraht verlangsamt, sondern gehen da direkt durch und kloppen dir dann, vielleicht auch, weil sie eben mit Beton übergossene Arme haben, super leicht die Befestigungen kaputt. Also wenn du jetzt nicht gerade selber schon eine Betonwand hast oder so, kloppen die sich da halt super leicht durch. Oder wenn sie dich treffen, gibt's halt richtig einen auf die Fresse. So, soll ich jetzt hier rüberspringen oder muss ich hier tatsächlich den Parcours über den Abgrund da hinten bewältigen? Aber es sieht so aus, als... Ja, ich muss den Parcours hier... Okay. Das könnte jetzt interessant werden. Ich wollte gerade schnell speichern. Scheißdreck. Ich habe davor nämlich Fallout 4 gespielt. Da mache ich das ja die ganze Zeit. Ja, es geht doch relativ gut. Hier, da mache ich mal sicherheitshalber noch ein bisschen... So. Die sollten ja eigentlich eh gleich nicht mehr da sein. Ja, aber warum bringen sie denn nicht mal sowas vielleicht ein bisschen mit rein? Ach, guck mal, wir sind schon oben. Ach, kann man hier nicht... Ja, das ist Bullshit. Und da fliegt er los. Ja, oder irgendwie, wie wär's denn mit einem Zombie, der ganz, ganz wenig Fleisch nur noch an sich dran hat und deswegen fast eigentlich nur noch Haut und Knochen ist? Oder vielleicht ist er abgenagt an den Armen oder so und greift dann halt mit so Knochenspitzen an, sodass das halt irgendwie eine rüstungsdurchschlagende Wirkung hat. Der ist dann aber, also der ist relativ schnell, weil er relativ leicht ist und, ja, hält vielleicht auch nicht so viel aus, macht auch nicht so viel Schaden gegen Befestigungen, aber ist dann halt effektiv dabei, dich zu verprügeln. Das wäre doch auch mal was Schönes. So ein Zombie, der halt wirklich anders ist. Hm. Soll ich jetzt da in den Wasserturm hoch? Eigentlich ist ja hier das Licht. Ach so, warte mal, muss ich hier vielleicht hoch? Nee. Ja, auch nicht. Ah ja, okay. Jetzt müssen wir hier wieder außen rum gehen. Kann ich eigentlich mal einen Schluck Kaffee trinken jetzt? Hm. Eis. Ah, der ist gut. Bisschen mehr Wasser, dann ist er wirklich gut. Also, nächstes Mal nicht ganz so kräftig brühen. Dann schmeckt er echt gut. Wie effektiv... Das könnten wir vielleicht auch nochmal testen. Oh, scheiße. Das habe ich richtig verkackt durch den Lag. Wie effektiv zum Beispiel jetzt ein Vorschlaghammer gegen diese Kackzombies hier ist, gegen diese Verstrahlten. Ich kann mir aber beim besten Willen einfach nicht sehr praktisch vorstellen. Guck dir das doch mal an, Alter. Wie soll ich ihn da treffen? Weil der einfach so langsam ist. Gerade jetzt zum Beispiel bei dem Zombie, da ist es halt wichtig, dass man trifft.
damit die in den Stun reingehen. Das ist dann halt aber bei dem schweren Hammer wirklich fast unmöglich. Da musst du perfekte FPS haben. Und da darf jetzt nichts ruckeln. Wenn du da nämlich daneben haust, ist die Ausdauer weg. Okay, jetzt müssen wir da hochklettern. Das ist einfach nur kaputt. Okay. So. Hier jetzt zum Beispiel an diesem Blumendings gemessen, würde ich mir oder hätte ich mir gewünscht, dass man weniger einfach nur über irgendwelche Fensterbänke oder so läuft, sondern dann das Ganze ein bisschen kombiniert, auch mal mit einem Sprung oder sowas, den man natürlich damit Frames aktiv überbrücken könnte, aber halt einfach so eine Sache, wo man von einem Balkon zum anderen rüber muss, ohne dass ich da jetzt unbedingt diese Blumendinger da hochklettern muss. Jetzt sowas wie hier. Einfach hier das kaputt machen, den anderen Balkon kaputt machen und dann musst du da halt rüber springen oder du baust dich rüber. Ja, ich habe 2 Fähigkeitspunkte. Bartender. Hier sind wir ja eh schon auf Intelligenz 100, das heißt 10. Da sollte also nichts weiter passieren. Ja, lassen wir machen. Das interessiert mich nicht. Ich will ja nur nach oben. Oh, eine versteckte Tüte. Nice. Nicht schlecht. Bisschen was zum Verkaufen. Nichts, was ich brauche, aber trotzdem. Nice. Oder wie wär's denn... Also sie haben ja schon ein Spezialzimmer, haben sie ja schon drinne. Wie wär's denn zum Beispiel noch mit einem anderen Spezialzimmer? Bei einem Typen, der Drogen angebaut hat. Oder der einfach nur sein ganzes Zimmer voll mit Pflanzen hat. Und deswegen auch wie dieser Farmer hier vorne spawnt. Wir haben ja jetzt verbrannte Zombies haben wir gehabt. Wir haben die Bauarbeiter-Zombies gehabt. Keine Ahnung, oben im Donut-Shop, da sind dann die fetten Zombies. In dem Fitnessstudio sind dann die Biker-Zombies. Die kann man ja durchaus dann auch so vom Schwierigkeitsgrad her nach oben hin orientieren. Achso, das war gar kein... Ich war gerade etwas verwirrt, weil die Haut so seltsam bemalt ist. Oder sind das, sind Tattoos. Ach, das sind Tattoos. Ich habe mich immer gewundert schon, also schon immer gewundert, warum haben die so komisch bemalte Haut? Aber das ist ein Tiger-Tattoo. Was macht das denn hier? Mhm. Also das ist wohl was zum Tanken, offensichtlich. Können wir ja behalten, vielleicht können wir das noch später ein bisschen gebrauchen hier. Wenn ich hier Stufe 5 aktiviere, sind bestimmt mehr schwierige Zombies hier unterwegs. Mein Gott, das ruckelt aber auch unfassbar hart. Oh, Shemway, kannst du behalten. Will ich jetzt nicht. Oh, das nehme ich mit. Können wir eigentlich gleich mal wegsaufen. Durch die Vitamine wird uns bestimmt gleich Durst dick. Zumute. Hey. Doch, ja, ich habe doch darauf gewartet. Nö, komm, stirb. Kaputt. Ein Abgang. So, ein verstrahlter Militärzombie. Das ist natürlich dann auch gemein. Der tankt gut was weg.
Ach, guck mal hier. Da sind doch ein paar Minen. Und das war's doch sicherlich noch nicht. Hier sind doch bestimmt noch mehr Vögel. Ach, hier muss ich rein. Wie ruhig es auf einmal geworden ist, ne? Ah. Dass der Typ immer zu blöd ist, hier solche Schrägen hochzukommen. Kein mega fetter Bosskampf mehr hier oben. Aber eine magere Ausbeute. Es geht, also es ist jetzt nicht mega scheiße, aber gut, ich habe mal mehr gewünscht. Das braucht so lange, um diese Kisten hier zu laden. Futsch, futsch. Das, ja, müsste ich mal gucken. Das ist ja hier gegen die Kälte. Wenn es nass ist, frieren wir ja. Also wenn es kalt ist, frieren wir. Erstaunlicherweise. Ich kann es aber... Naja, hier könnte ich es einbauen, aber es... Das ist nur nachts und dann... Selbst dann ist es jetzt nicht so gefährlich, dass ich sterben muss oder so. Naja. Wenigstens gehen uns nicht die Pfeile aus. Das ist schön. So viele Switches, ey. Aber schön. Geld. Damit sollten wir dann auch wieder genug kriegen, wenn ich dann jetzt hier die Quest in der Nacht mache und damit fertig bin am nächsten Tag. Hoffe ich mal, dass wir dann da auch ein bisschen was mit anfangen können. Ja, also wenn ich das jetzt hier so sehe, werde ich die letzten beiden Level dann bestimmt dann auch noch erledigen können. Ich habe vergessen, die Brille anzuziehen. Ach, egal. So. Kann ich mich jetzt hier vielleicht irgendwie ganz clever runterbauen oder so? Will es lieber nicht riskieren. Mach mal lieber hier. Sollte doch reichen, ne? Ja, da brechen wir uns nichts. Das ist ein bisschen mehr. Ja, hier die Zwischenebene noch mit erwischen. Ja. Ja. Okay, das müsste jetzt das Erdgeschoss sein. Dann kann ich mich verpissen. Nee, das ist noch nicht ganz das Erdgeschoss. Doch, das ist das Erdgeschoss. Sogar, sie war sogar ein Zombie, so höflich hier uns einen Ausgang zu bauen. So, jetzt nochmal. Alles wieder da. Sogar die Zombies, die ich vergessen habe. Verdammt, ey. Das Fallout 4 ist mir immer noch im Blut. Ich wollte da gerade einen Molotow-Cocktail hinschmeißen. Kommt mal her, Hunis. Hallo? Oh. Ich hoffe, ich habe meinen... Auto hier in der Nähe geparkt. Ich würde da jetzt schon gerne noch die Verbände rausholen. Na gut. Ich will es jetzt nicht riskieren. Der Auftrag ist zu gut, deswegen. Ich zieh's mal lieber durch. Notfalls muss ich mir normale Verbände machen und dann fresse ich halt sowas. Ich habe ja noch das gute Essen hier dabei. Das macht, glaube ich, 50 Lebensenergie. Ne, 25. Also 50 Essen und 25 Leben. Ja.
So, hier hinten rum. Muss dann also sehr wahrscheinlich jetzt zwischendurch auch des Öfteren mal auf die anderen Waffen wechseln. Warte mal, hier unten sind noch welche. Aber die sind woanders. Ach so, hier. Ganz einfach nur, wenn die jetzt hier dann rennen, habe ich von der Priorität her erstmal, dass ich sie töte. Möglichst schnell. Und da hat die Effizienz jetzt erstmal dann keine Bedeutung. Na hier, das Ding. Das ist zwar schön und gut, aber wenn da so viele kommen, mache ich sie erstmal schnell tot. Dann der Schluck auf. Halt. Werden mir nicht angezeigt, das heißt, ich lasse sie erstmal noch am Leben. Guck mal, hier haben wir wieder Durst. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie lange dieses eine wunderschöne Medikament hier hält. Was ist das? Ninja Movement. Na egal, komm. Bringt mir zwar, glaube ich, nichts, weil ich jetzt hier sowieso nicht sehr viel schleiche, aber ist egal. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es heute wieder vergessen. Guck mal, das war doch letztes Mal schon ein bisschen kaputt hier. Ach so, deswegen. Die Ruckelfolge. Tja, zum Glück habe ich die schwere Rüstung an, ne? Oh, lass mich mal hier ein bisschen... Guck mal hier, da ist doch schon wieder einer. Der gehört aber gar nicht dazu, also der ist nicht markiert. Das sind dann wohl diese Standard-Zombies hier. Aha, lassen wir die Standard-Zombies Standard-Zombies sein. Wir kümmern uns jetzt erstmal nur um die Spezial-Zombies. Ey! Wieder so ein Drecksvieh. Das Geruckel wird mich noch umbringen, ich sag's dir, das bringt mich hier noch um. Gerade bei diesen Kackdingern, wenn die sich nämlich drehen, dann haben die halt hier quasi, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, eine hohe Winkelgeschwindigkeit. Dadurch, dass der Kopf so weit vorne ist, aber der Drehpunkt relativ mittig ist. Und wenn die sich dann da wegdrehen und du haust gerade zu und der Kopf fliegt ständig überall irgendwo hin, dann kannst du natürlich nicht wirklich treffen. Weil der Kopf sich so schnell dreht. Guck mal, das können wir gleich mal lesen. Nehmen wir an. Und das können wir dann nämlich auf dem Rückweg auch mitmachen. So, hier kriege ich dann... Ach, das ist Max Health. Ja. Ja, essen müssen wir noch nichts. Das Bein ist auch okay. Das sollte in den nächsten Minuten sowieso von alleine heilen. Also gehen wir mal weiter. Oh Gott. Stimmt, das ist jetzt hier die eine Passage, wo die beim letzten Mal auch so oft waren. So viele, meine ich. Ich wollte nämlich eigentlich ganz mal kurz mal schnell hier ein paar Vitamine fressen. Die erhöhen nämlich dann auch die Regeneration und ich, ja, kriege dann auch automatisch Ausdauer. Weil sie auch ein bisschen die Ausdauerregeneration erhöhen. Kann ich dazu noch ein bisschen was trinken? Das wird zwar jetzt nicht so lange halten, aber es ist vielleicht direkt dann schon ein Kampf gegen die Dehydration. Dehydrierung. Ich hab's beim letzten Mal auch falsch gemacht. Was wir beim nächsten Mal dann durchaus nochmal mit testen könnten, ist, ob es besser ist, den Spiked Club zu nehmen. Oder die Spiked Club, wie auch immer.
Oder ob es besser ist, hier das mit Stacheldraht zu machen. Weil man ja beim Stacheldraht die Blutung hat. Jetzt hier bei dem hier hast du eigentlich ja nur Rüstungsdurchdringung. Die ist semi-gut. Also es ist natürlich gut gegen gepanzerte Gegner, zum Beispiel Spieler. Aber ich bezweifle, dass man damit Zombies wirklich großartig kaputt machen kann. Zumindest nicht besser als ohnehin mit der Blutung durch den Stacheldraht. Wenn sie dann nämlich bluten und brennen, na dann, gute Nacht. Aber da ich es jetzt sowieso nicht dabei habe, meh, kann ich es jetzt auch nicht testen. So, hier drüben sind noch welche. Also über mir sind auf jeden Fall welche und hier nebenan scheint noch was los zu sein. Ah ja. Ach guck mal, wo kommst du denn her? Von oben wahrscheinlich dann. Naja, erstmal weiter nach oben gehen. Ich wollte gerade sagen, hä? Einfach verschwunden. So, Schlückchen Kaffee. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Haha. Level up. Oh. Warte mal, machen wir die Kopflampe an, wird langsam dunkel. Dann kaufen wir uns den nochmal. Wenn ich hier fertig bin, wie gesagt, dann ist das letzte Level auch mit dabei. Das geht ratzfatz hier. Also ich habe zwar damit gerechnet, dass wir jetzt hier schon ein, zwei Level machen. Aber das ist jetzt dann doch ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Ja, quasi fünf Level mit dem einen Auftrag hier, aber gut. Es ist schon ein richtig krasser Auftrag hier, dieses große Ding hier kaputt zu machen. Hier ist doch einer hinter. Hier soll ich zwar noch nicht lang, aber ich mache sie trotzdem schon mal weg. Dann sind sie weg. Ach, verdammt. Jetzt weiß ich, was ich heute vergessen habe. Ich wollte mir beim Teddy noch so einen beschissenen Rechner holen. So einen kleinen Taschenrechner für so einen Euro 50. Den brauche ich ja für die Berufsschule. Für den Dreisatz. Ne? Wenn man von irgendeinem Wert mit Mehrwertsteuer quasi die 100% haben will. Oh, Platsch. Kann man das ja nicht mal eben im Kopf machen. Da braucht man dann schon mal einen Taschenrechner für. Oder umgedreht, ne? Wenn du den die Mehrwertsteuer draufpacken willst, geht's ja auch nicht so einfach. 20%, für ein paar Werte ja. Aber jetzt sind genau 19% auf den Cent. Viel Glück. Wenn du das im Kopf kannst, dann, Alter, Hut ab. Was? Ein Ferrel, komm hier. Ich habe so das Gefühl, dass die eigentlich im Nebenraum sind, wo ich jetzt hier eigentlich hingehen sollte. Ich weiß nur nicht, warum die schon aufgewacht sind. Kommt mal her hier. Hört mal auf, hier alles kurz und klein zu schlagen. Alter, was ist das denn für eine Versammlung? Dieser Kacktisch. Ich
Hallihallo. Ist da jemand zu Hause? Munition. Jo. Die nehme ich gleich mit. So, Käffchen. Schon wieder nur Müll. So ein Müll. Es ist flüssig. Sind die despawned? Nach einer Weile despawnen sie ja. Ich weiß nur nicht mehr, wie viele Minuten das ist. Aber wahrscheinlich war das nur ein kurzer Moment jetzt. Die prügeln sich da hinten schon wieder irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, dass ich gleich schon wieder von hinten angegriffen werde. Die sind aber nicht markiert. Das heißt, vielleicht können sie mir egal sein. So, machen wir das mal hier vorne. Da kann ich ihnen nämlich besser die Fresse einschlagen. Der überhaupt nicht laut. Komm, fressen wir mal das Ding hier. Dann fresse ich noch hier Essen. Dann fresse ich noch so ein Ding. Jetzt sollten wir wieder gut gerüstet sein. Und das scheint jetzt hier erstmal auch wieder alles gewesen zu sein. Die sind wohl alle gleichzeitig aufgewacht. Okay, die sind von hier durchgebrochen. Interessant. Müssen wir hier durch? Ja. Guck mal, ich habe Durst und bin hydriert gleichzeitig. So ein bisschen wie ich manchmal. Weil, ja, ich sauf dann wie so ein Wasserloch. Ja, ich meine, dieses Drumherumlaufen, das ist schon ein bisschen unnötig, wenn wir hier schon eh drin sind. Warum brennt der? Der brennt doch schon. Ah, jetzt kommt das. Das ist nochmal eine sehr nervige Ecke hier, weil die Bauzombies doch schon ein bisschen mehr was aushalten. So, kurz anders hinsetzen. Zack, Kopf ab. Ja. Oh. Da hinten ist noch einer. Ah, Verspätung. Egal, ich hole mir aber auf dem Rückweg. Aber vielleicht kommt er sich auch irgendwo. Kommt er auch irgendwie so durch, wenn er sich hier durchgeprügelt hat. Dann spare ich mir das. Ja, also man merkt schon, wenn die zwei Schläge aushalten, wird es echt ein bisschen schwieriger. Guck mal, wir haben den Level fast voll. Das Level, egal. Eigentlich könnte ich auch sagen, die Level, weil die Stufe, aber das klingt falsch. Ne, jetzt mach ich ihn kaputt. Dankeschön. Müssen wir da wohl lang?
Nee, wir müssen hier lang. Nee, Quatsch, von hier bin ich gekommen. Ah. Dann hier. So ähnlich. Also falls ihr euch fragt, warum ich hier die ganze Zeit einfach nur stehen bleibe und auf die Fresse kriege. Es lohnt sich nicht zu laufen. Das ist halt das Problem. Wenn die Zombies eh rennen, dann kannst du mit dem Rückwärtslaufen und draufhauen nicht gewinnen. Die kommen trotzdem ran und hauen dich dann einfach weg. Da kannst du auch gleich stehen bleiben und das einfach so wegmachen. Deswegen tue ich das ja auch. Du bist durstig. Ich trinke Flüssigkeit. So, mal sehen, ob wir jetzt hier mehr Glück haben beim Schleichen. Oh, cool, hat geklappt. Den Rest sehe ich jetzt gerade nicht unbedingt. Riesennacken. Mondstein, Flick und Sieg. Ja, den können wir noch beseitigen. Den Verstrahlten werde ich mir gleich vornehmen. Es scheint aber soweit auch erstmal keinen hier mehr zu geben. Dann, Kollege, komm her. Oh. Egal. Das hat funktioniert. Reiche ich mich mal weiter. Nicht, dass ich jetzt hier noch mehr Vögel finde. Okay, jetzt geht's erstmal wieder rein. Passt. Da sind mir jetzt dann nämlich die Verbände ausgegangen. Mal gleich nochmal hier so ein Ding fressen. Okay. Nee, das brauche ich nicht. Medizinschränke, wie waren das jetzt hier beim letzten Mal? Ah ja, genau, da drüben. Er lebt noch. Geh weg. Ach. Jetzt stolpert er hier wieder über irgendeinen Kack und dann hau ich daneben. Munition neigt sich dem Ende zu. Äffchen. Da könnten wir. Da muss ich wahrscheinlich gleich auch ran. Oh. Ein Bein wieder im Arsch. Nee, hier muss ich nicht lang, aber ich kann offensichtlich hier so ein bisschen Zwischenloot holen. Nein? Dann, nächstes Haus. Wohnung. Ich würde dann mal... Ah, okay.
schauen, dass ich jetzt hier vielleicht mal ein bisschen Stoff finde. Das ist jetzt leider Leder. Wo kriegen wir jetzt hier ein bisschen Stoff her? Da fresse ich was. Habe ich noch Vitamine? Nein, schade. Okay. Ah. Aber hier haben wir Stoff, hoffe ich mal. Das hier Stoff? Auch nicht. Theoretisch ja, aber es ist Teppich, der wird hier leider als Holz gewertet. Da ist ein Bett. Nicht. Ah, sehr gut. Damit wäre das dann jetzt auch erstmal vollständig. Und ich hätte trotzdem immer noch gerne ein Bett. Es wird knapp. Die Munition wird knapp. Okay, naja, das ist ein Raketenwerfer. Nicht unbedingt das, was ich hier im Normalfall benutze. Ah, wunderbar. Kann ich eigentlich auch den hier dann direkt benutzen? Nee, da bringt nichts. Ja, wo haben wir denn hier mal ein bisschen Stoff, Mensch? Kann doch wohl nicht wahr sein. Werden doch wohl irgendwo ein paar Vorhänge sein. Komm, ich helfe dir mal. Ey, halt, die lebt ja noch. Hm. Okay, egal. Hier vorne ist das Licht. Da müssen wir dann direkt weiter. Ich schaue mich mal hier nur kurz ein bisschen um. Ja gut, hier haben wir noch den Zwischenraum. Ah, hier haben wir ein bisschen Stoff. Sehr schön. Etwas Munition für eine Waffe, die ich sowieso nicht dabei habe. Und eine Kiste, die mich nicht interessiert. Es reicht zumindest für einen. Ein Verband können wir noch machen. Aber zwei. Ah ja, okay, gut. Dann war das Licht tatsächlich gar nicht dazu gedacht. Oh Gott. Ah, sehr schön. Was denn? Sind die jetzt alle verstrahlt? Ich habe gleich keine Muni mehr. Mhm. Hi. Ach, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Bin gerade beschäftigt. Heilige Scheiße. Ich glaube, wenn ich den jetzt nicht geköpft hätte, hätte das noch eine ganze Weile gedauert. So, der Rest ist unten. Einer ist sogar noch weiter oben. Das wird ein Vogel sein. Und den Suchscheinwerfer an hier. Sag ich's doch. Muss mir aber noch einer sagen, warum sie eigentlich hier oben drauf diese Dinger hingestellt haben. Das ist irgendwie ein bisschen nutzlos. Die Minen meine ich jetzt. Auf den Sims hier oder so. Wie auch immer man es nennt. Ja, da haben wir Loot. Wir sind zwar nicht fertig geworden, aber hey.
Ja, die ist tot. Hui. Hier mehr hätte es wirklich nicht sein dürfen. Ja, dann gucken wir mal. Naja. Immerhin, Reparaturkit. Da können wir gleich mal das Ding hier dann reparieren. Tüte Altmetall. Enttäuschend. Okay, das ist ein bisschen besser. Aber trotzdem scheiße. Na gut, ich lasse das mal kurz durchlaufen, damit wir hier dann wieder Platz frei kriegen. Und ich dann meine Waffe reparieren kann. Danach kann ich den Rest auch wieder dann zur Verwertung anstellen. Einen Raketenwerfer, ich glaube nicht. Doch, den können wir noch bestimmt verkaufen für 103. Oh, wir haben jetzt Tag 40, das heißt perfekt. Da können wir dann nochmal gucken, was wir jetzt so haben. Dann müssen wir mal sehen. So, das verkaufen wir. Können wir eigentlich auch verkaufen. So, dann brauche ich das ja nicht machen. Ah, ich habe noch die andere Munition. Gut. Die Olle. Sortieren wir das mal hier so ein bisschen. Das Ding behalte ich. Das verkaufen. Bei den Fittings muss ich gleich mal hier ein bisschen durchschauen, ob ich da welche brauche. Aber wir müssten eigentlich noch genug haben. Weg. Die verkaufen wir auch. Das behalte ich dann wieder. Den Plastik können wir auch verkaufen. So, hier, die Fittings. Das sind 2 und 2. Hier haben wir keine drin. Das ist ja, glaube ich, das Muffled zum Schleichen. Aber da haben wir das. Da haben wir die auch drin. Da haben wir die auch drin. Hier habe ich die verbesserten. Und hier habe ich gar keine. Doch, da habe ich die auch drin. Okay, dann kann ich sie alle verkaufen. Gut. Müsste ich jetzt mal schauen, dass ich die letzten Zombies noch finde. Oh, wie schön flüssig es jetzt wieder ist. Mal von den Mikrorucklern abgesehen. Na, also wir müssen hier immer noch clear the area, also sind wir trotz der Ruhe nicht fertig. Ich hoffe nur einfach mal, dass die noch auf Aggro sind. Ja, Und sie mir angezeigt werden. Puh, hier alle zu finden, wie gesagt, das ist echt eine Freude. Einer weiter nach unten. Ah, das müsste der Beton sein. Dann machen wir das mal, glaube ich, eher hier. Bin jetzt hier eingebrochen. Das Geländer da oben. Hey, warum? Ist doch. Wird mir hier in der Richtung angezeigt. Immer noch weiter unter mir. Was wird denn der angezeigt, bitte? Oh, hier ist noch ein ganzer Raum.
Komm her. Ich treffe ihn gar nicht. Ah, wir sind fertig. Nice. Oh. Da war diese Tasche, glaube ich, besser als das meiste drin hier. Vom Kostenlohnsaufwärmdingens. Ihr wisst schon. Einmal draufhauen, zack, fertig. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und ich hab die Level voll. Alle mit einem Auftrag. So, der kleine andere ist da hinten. Bewegen wir uns direkt mal hin. Und dann können wir hier diese Kackdinger wegschmeißen. Ey, guck mal, mein Leben ist sogar fast voll. Hat mich zwar offenweise hier von den Dingern gekostet, aber egal. Egal. So, das sagt mir aber auf jeden Fall noch eins. Nämlich, dass das Gebäude für das bisschen, was man da rausholt, wenn man jetzt nicht gerade Erfahrungspunkte braucht, weil man die Zombies tötet oder so, sich echt nicht lohnt. Diese vier Kisten da oben, das ist einfach viel zu wenig. Da kannst du dich einfach nur direkt nach oben bauen. Dann hast du dein Loot. Spart euch das. Dann gebt mir lieber noch kleine andere Zwischenräume oder so, mit denen man arbeiten kann. Aber so... So, was töte ich denn jetzt hier? Oh. Okay. Dann hätten wir das. Und dann holen wir uns mal die doppelte Belohnung. Ja, doch, wenn ich jetzt hier halbwegs geradeaus fahre, sollte ich eigentlich am Biom vorbeikommen. Ne. Nächstes Mal ist das Moped wieder dran. Die Kiste, die fährt zwar über diese kleinen Sachen rüber, fällt mir aber das Moped besser. Das hat einfach einen besseren Sound. Dann wollen wir noch mal sehen, ob es irgendeinen Unterschied macht. We have great. You've made my day. And here is your payment. 1000 kriegen wir dafür und das ist das für das Kleine. 1000 Erfahrungspunkte. Okay, verkaufen. Das Helmlicht können wir nochmal vielleicht für was anderes aufheben. So, dann gucken wir hier mal. Einwerfer, Also hier ist schon ordentlich was Neues dabei. Ja,
Das waren sehr männliche Geräusche gerade. Yes! Alter! Ihr habt die Bank! Jetzt fehlen nur noch diese Einzelteile. Dann kann ich da unendliches Licht bei uns einbauen. Die ist doch gar nicht mal so teuer gewesen. 1500 oder so war das. Ein Klacks! Oh! Ein Schwein! Mal gucken, ob das reicht, wenn ich dem einfach so einen über den Latz ziehe. So, möchtest du vielleicht noch zur Feier des Tages meine alten Waffen kaufen? Villa, unbedingt. Guck dir das mal an, ey. Wow. Das noch mit, das behalte ich ja und dann packe ich erstmal das, was ich behalten will, wieder in meine Kiste, damit ich das nicht unbedingt die ganze Zeit da so rumschleppe. Das ist auch ein bisschen übersichtlicher dann. Beispiel das hier, das hauen wir da alles rein, das kann da auch mit rein, das auch. Dann sieht es schon wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Okay, ich habe aber auch ziemlich Hunger jetzt. Das heißt, guck mal an, was der Händler noch hat. Und dann werde ich eine kleine oder eine generelle Pause machen. Also, ich weiß nicht, ob ich danach den Stream direkt wieder anwerfe oder ob ich heute Abend nochmal streame. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen nochmal. Da besteht kein Zweifel. So, warte hier. Du kriegst erstmal den Scheiß noch. Ja. Lass mich mal schauen. Du noch hier so schönes. Laser Sight. Die sind aber auch ziemlich nutzlos. Flare Vending Machine. Ach komm. Kaufen wir eine für zu Hause. Ich brauch sie zwar nicht, aber warum nicht? Ja, 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 ja. Scheiße, ist die teuer. Fuck. Du wirst, an Tag 43. Okay. Boah, ja. Dann muss ich ja sowieso nach Hause fahren. Dann würde ich das tatsächlich einfach so machen, dass ich jetzt dann mehr oder weniger in der Zwischenzeit nach Hause fahre, die ganzen Sachen erledige für diese Solarzellen und dann gucke ich mal, was der andere Händler noch so Schönes hat und beim nächsten Mal stehe ich dann wieder zu Hause und wir können vielleicht da weiterbauen. Durchaus möglich, dass ich heute Abend dann, wie gesagt, oder nach dem Essen nochmal eine Stunde streame, dann machen wir uns da gemütlich das mit dem Essen. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt hier eine Solarzelle gesehen, man kann sie tatsächlich kaufen. Man muss offenbar nur hier das skillen, damit man das bekommt. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe es einfach mal voll durchgeskillt. Ich schätze mal, das hat was mit den letzten Sachen hier zu tun. Und dann könnt ihr euch damit reich belohnen. Ich belohne mich jetzt auf jeden Fall mal mit einer Pizza. Und dann muss ich mal gucken. Wie gesagt. Ne, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Entweder morgen oder nachher nochmal. Das werden wir dann sehen. Bis dahin. Ich bin sehr glücklich. Das hat wunderbar funktioniert hier. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.